Hallo und willkommen zu einem neuen Update-Bericht für Palia. Ja, es ist schon wieder soweit. Wir haben wieder einen neuen größeren Patch für Palia. Und zwar ist es diesmal das Update 0.173. Und ja, es ist nicht gigantisch, aber wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache. Ne? Wie immer, ich habe hier die Patch-Notes schon mal auf Deutsch gestellt und wir gucken einmal rein. Na, zum einen fängt das Ganze, wenn ihr reinkommt, wahrscheinlich erstmal an, wie ihr es hier bei mir mal eben kurz seht. Ihr habt Sturmbesuch. Ne? Die ganzen Bewohner kommen an und das hat damit zu tun, dass sie euch Tapeten schenken. Und zwar gibt es ganz viele neue Tapeten. Es sollten 20 Stück sein. Sie sind relativ einfach gehalten und spiegeln eigentlich nur die, ich sag mal, Standard-Innenräume, die Standard-Tapete in verschiedenen Farben wieder. Gleichzeitig verraten so die ganzen Dorfbewohner auch, welchen Sternenstein, ne, also die ja mit den letzten Patch schon dazugekommen sind beim Bergbau, auf welchen die sozusagen stehen, ne, dass ihr dann besondere Belohnung bekommt oder einfach nur sehr viel Ruf, wenn das nötig ist. Und ja, die stehen da erstmal Schlange anscheinend und besuchen euch und geben euch dann die Tapete, zumindest war es bei mir so. Darunter hat sich auch Esche einmal gesandt oder besser doppelt gesandt, denn sie startet nämlich eine neue Quest-Reihe. Und zwar kommt nämlich ein neues Mitglied an, und zwar ein Mitglied des Ordens, Subira. Und sie kommt wohl ins Dorf an. Ich habe die Questreihe selber noch nicht gestartet, will da auch nicht spoilern, will euch auch komplett da das erstmal entdecken lassen. Und dafür gibt es einige Vorbereitungen, die man dann durch die Quest treffen darf. Und hier springe ich einmal kurz schon mal ein bisschen runter hier bei den Patchnotes. Und zwar gibt es ein neues Möbelset. Und das müssen wir nämlich auch ganz am Anfang, also schon mal so viel vorweg, müssen wir dann nämlich herstellen. Damit startet eigentlich die Questreihe. Das heißt, hier müssen wir, wenn wir es noch nicht auf Lager haben, auf jeden Fall farmen. Denn dieses sogenannte Ermittlerset zu Deutsch, ne, besteht natürlich aus hochrangigen Materialien, also auf Flowwood und Palia-Erz. Das heißt, da muss man, ich habe gerade nichts mehr auf Lager, aber schon eben was gefarmt, komme ich auch noch gleich dazu. Das ist nämlich gerade eine ganz prima Sache. Und dann muss man ein paar Sachen eben herstellen. Man schaltet auch so neue Rezepte von diesem Set dann frei, nicht durchs Herstellen selber, sondern als Questbelohnung. So viel sei schon mal vorab gesagt. Und hier in den Patchnotes steht es auch nochmal, um die Quest überhaupt bekommen zu können, müssen gewisse Quests abgeschlossen sein. Und zwar beweise deine Hingabe, beweise deine Absicht und beweise deine Großzügigkeit. Ne, damit, wenn die abgeschlossen sind, dann können wir das Ganze beginnen. Diese Questreihe ist wohl auch noch zeitlich begrenzt, das heißt, da solltet ihr ein bisschen euch drauf konzentrieren, dass ihr die macht, denn man kriegt bestimmte Belohnungen dafür. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob man hinterher, wenn die wegfährt, die irgendwie anders bekommt. Nur zum einen das Möbelset, was ich gerade erwähnt habe, und was noch reinkommt, sind 4 neue Kochrezepte, die auch wundervoll ausschauen. Die sind wohl auch an die Questreihe gekoppelt, steht zumindest eben hier drin. Werden wir die Subiras Geschichte, ne, voranschreiten, also diese zeitbegrenzte Quest, dann können wir wohl die Sachen freischalten. Ich habe es noch nicht und habe auch leider gerade nicht genug Zeit gehabt, ne, um das noch eben zu machen. Dauert halt, wie gesagt, ein bisschen, aber ist mal so ein bisschen eine Challenge, finde ich. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Und hier haben sie nur noch einmal anbemerkt, dass das Mujin Bahari ja für eine Köche oder für Köche eine Herausforderung sein soll. Ich bin mal gespannt, was sie damit meinen. Na, ich bin auf jeden Fall, ja, ich freue mich. Ich muss es auf jeden Fall dann auch hinterher nachholen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn Mujin? Mujin ist nämlich eine neue kleine Spezies. Denn sie haben ja schon angekündigt, sie wollen eine neue Kreatur hinzufügen. Hier sehen wir es mal kurz in den Patchnotes. Und ich habe sie auch schon gefunden. Und das ist eine ganz coole Mechanik. Denn es gibt wohl 3 verschiedene Sorten von ihnen. Ich habe auch schon einen weiteren gesehen, der ist dann halt so leicht unsichtbar. So Predator-Style. Habe ich, glaube ich, jetzt nicht auf Band. Aber ansonsten habe ich euch mal hier so ein bisschen gezeigt, wie das Ganze nämlich funktioniert. Die laufen in Bahari Bay, ne, also auf der zweiten Map sozusagen, laufen sie rum. Am besten Slow-Pfeile nutzen, würde ich sagen, ne, weil dann kann man die wesentlich besser erschießen. Ich glaube, 3 Treffer reichen, damit die dann sterben und dementsprechend auch, wie sagen wir, einzigartige Belohnung eben geben. Also sie haben eine eigene Belohnung, genauso wie die Sharpas oder die jetzt fällt der Name mir nicht ein, die Hirschschuss halt jetzt mal. Das heißt, ich habe ihr eigenes Fleisch, was wir dann auch wahrscheinlich fürs Kochen benötigen. Und das Besondere ist, die verstecken sich gerne auf Bäume, was auch bedeutet, dass man, wie man es hier im Video sieht, den Baum einfach fällen muss hinterher und dann kommen da ganz viele raus. Ich meine, ob es so gewollt ist, ich denke mal schon, dass so ein ganzes Rudel von denen da einfach rauskommt. Oder es hat sich mit der Zeit angesammelt, muss man mal gucken. Auf jeden Fall kann man da am besten in der Gruppe schon mal bereitstehen. Einer fällt den Baum und die anderen ziehen ihre Bögen und schießen die schon mal an und man zieht dann auch schnell den Bogen und ja, ballert dann mit drauf, um zu versuchen, möglichst viele noch zu erwischen.
Ist auf jeden Fall sehr interessant, was natürlich auch den Vorteil hat, dass Bäume gefällt werden. Und das war vorher auch mal so ein bisschen ein Problem. Und zwar, dass die Flowtrees, ne, die sind ja eigentlich nur gewachsen, wenn ein Baum nachspawnen musste. Das heißt, man konnte es vorher auch so ein bisschen forcen, das kann man halt immer noch. Man muss halt Bäume fällen. Und viele Leute haben halt standardgemäß keine Bäume gefällt, weil man hat das Holz schnell zusammen. Und damit sind halt, ist der Respawn von Flowtrees relativ langsam gewesen. Und man konnte es halt selber dann eben machen, indem man eine bestimmte Stelle Bäume einfach abgefällt hat. Dann spawnten da mit der Zeit auch neue. Und das hat man jetzt auch hier gesehen, denn ich bin auch ein bisschen rumgelaufen, dass man so viel mehr Flowtrees eigentlich hat. Also im paar Minuten-Takt haben Spieler wieder neue gefunden und man konnte da hinlaufen. Das aber noch nicht alles. Erstmal dachte ich, das hat damit zu tun, aber ich glaube, der normale Spawn oder Respawn der Flowtrees ist weiterhin an. Was neu dazugekommen sind, sind sozusagen Flowtree-Haine oder Groves auf Englisch. Das habe ich zum Glück dann auch endlich mal nach einer halben Stunde rumlaufen dann gesehen. Das hört man ganz gut, ist so ein magisches Geräusch. Und dann ist da so ein kleiner, nicht Tornado, so eine Magie-Säule, kann man glaube ich sagen, die so ein bisschen funkelt. Und da in dieser Säule sind dann mehrere Bäume. Das waren glaube ich 5 an der Zahl. Ich habe 2 größere, 2 kleine und ein mittlerer oder relativ kleiner. Und das kann wohl 2-mal pro Paliatag vorkommen oder 1-mal pro Paliatag vorkommen. Und bis zu 2 können wohl gleichzeitig da sein von den Hainen. Und ja, das kann man dann auch am besten natürlich in Chat ausrufen sozusagen und vielleicht noch mit so einem Markierungsfall markieren, damit man sich sammelt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also da waren auch alle diszipliniert, dass die Kleinen nicht direkt weggehauen haben. Jeder hat einmal rundum rumgelaufen und hat die Bäume einmal angeschlagen. Und man hat die dann hinterher, ja, dann wieder gelootet. Ich finde es ein bisschen kompliziert. Ich finde es ganz cool, wenn man einmal angeschlagen hat, dass man das irgendwie durch eine Markierung oder so sehen könnte. Weil ich war mir manchmal nicht sicher, habe ich den jetzt schon oder habe ich den nicht? Und wie lange hält das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie lange man das sozusagen markiert. Deswegen bin ich ja zwischendurch nochmal rumgelaufen. Wir haben halt ein bisschen gewartet, bis alle da sind. Aber ansonsten eine coole Sache. Man kriegt auf jeden Fall dann ein bisschen Flowtree-Wood zusammen, sozusagen. Das richtige Begriff. Ja, ihr wisst, was ich meine, denn wie gesagt, wir brauchen das auch für die neuen Rezepte. Storytechnisch das Ganze übrigens begründet wegen den ja geöffneten Tempeln sozusagen, weil die ja freigeschaltet worden sind, dass sozusagen die Magie irgendwie so ausgebrochen ist und dieses Ereignis deswegen auf Bahari Bay vorkommt. Ich habe es aber nicht gemerkt, dass man es von überall sieht, das habe ich mir so ein bisschen gehofft. Ich war aber in der Nähe, als ich das Geräusch vernommen hatte. Muss man noch ein bisschen beobachten, ich habe jetzt leider nicht genug Zeit gehabt, das zu testen. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, diese Kombination von diesen beiden neuen Sachen ermöglicht auf jeden Fall, dass viel mehr Flowtrees da sind. Ich habe zum Beispiel in der Zeit nichts anderes gemacht, als von einem Flowtree zum anderen zu laufen, weil es wurde halt immer im Chat berichtet. Eigentlich eine ganz coole Sache. Eine weitere Erneuerung ist das Sitzen auf Stühlen. Geht wohl noch nicht alle, dann geht man nah dran. Kann man dann sitzen, ja, und dann ja, sitzt man eben auf dem Stuhl. Sieht natürlich auch deutlich besser aus, da haben wir auch ein bisschen gewartet. Wenn die Stühle so wie hier stehen, ach guck mal, es geht doch, kann man sich auch da so reinquetschen, ganz cool. Und wenn man dann mal Besuch hat, da kann man, glaube ich, ganz coole Screenshots hinterher machen. Eine weitere Veränderung, die irgendwie zwar cool ist, aber auch am Anfang, glaube ich, sehr nervig. Wenn wir jetzt mal das Tool-Rad sozusagen aufmachen, man sieht, man hat in der Mitte nichts mehr, es ist anders angeordnet. Es sorgt bei mir noch so ein bisschen für Verwirrung, weil ich mich wundere manchmal, warum ich das falsche Tool in der Hand habe, weil man es halt gewohnt ist, nur mit dem Kursor in die richtige Richtung zu gehen. Was aber auch neu ist, dass man jetzt mit der Taste R, wo man das Rad auch aufmacht, oder mit der Taste hier in der Mitte, das Tool wieder wegsteckt, aber auch gleichzeitig wieder rausholen kann. X funktioniert weiterhin, wo man es ganz ablegt, ne? Und auch wieder weglegt, aber mit R kann man es dann direkt wieder rausholen. Also das haben sie auch ein bisschen abgeändert. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn man nicht immer zum Beispiel mit der Axt rumlaufen möchte, kann man einmal R drücken, ist sie weg, drückt man wieder R, hat man sie wieder in der Hand. Wie gesagt, das gilt immer für das letzte Tool. Hier übrigens nochmal schnell die Tapeten. Habe ich mir vorhin vergessen, noch einzubauen. Und zwar so sieht das aus. Ne? Wie gesagt, so ist, glaube ich, die Standardtapete, dieses Weiß, ne? Mit so ein paar, ja, so Flecken, also nicht ganz reine Struktur. Und das gibt es jetzt in verschiedenen Farben, in 20 Stück. Und hier auch nochmal, um das ganz klarzustellen, die Dorfbewohner, die bei mir jetzt am Anfang so kamen und eine Schlange da stand sozusagen, das hat damit zu tun, dass es so gedacht ist, dass sobald man den Dorfbewohner wohl zum ersten Mal was verschenkt, ne, um halt Ruf zu bekommen, dann kommen die danach zum Haus, wenn man schon vorher gemacht hat. Und das ist natürlich als Veteranenspieler sozusagen natürlich der Fall, ne, natürlich schon dementsprechend
Na, nicht alle auf Max, aber schon viele auf Max. Wahrscheinlich sieht es bei euch auch so aus. Und dann stehen die halt Schlange, um das abzuarbeiten. Neue Spieler natürlich, die werden das noch nicht haben, sondern die werden die Tapeten dann Stück für Stück bekommen, wenn die ersten Bewohner kennenlernen und ihre Geschenke ihnen anbieten. Das konnte man auch schon so ein bisschen natürlich im Dialog erkennen, dass es ein Gegengeschenk sozusagen ist, als Dankbarkeit und als willkommen heißend in Palia sozusagen. Des Weiteren haben wir noch ein paar Anpassungen bekommen. Zum einen, wie schon im letzten Update-Video berichtet, verschwinden die ganzen Halloween-Dekos. Also Halloween sagen ist vorbei, können wir auch wohl nicht mehr kaufen. Wird dann nicht mal zum nächsten Halloween wiederkommen. Gilt natürlich nicht für eure gekauften, die ihr dekoriert habt. Die sind natürlich nach wie vor da. Gilt halt nur für generell für die Landschaft. Also ob ihr eure Deko noch draußen lasst oder nicht, das ist euch überlassen. Ja, bald haben wir ja Weihnachten. Mal gucken, ob wir da was Neues bekommen. Das nächste, was noch angepasst worden ist, ist zurückführend auf das letzte Update. Und zwar die ganzen Edelsteine, die beim Bergbau drin sein konnten. Da waren manche zu mächtig. Vor allem der Rubin, der hat 8000 Gold an Wert gehabt. Habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber den haben sie drastisch reduziert. Der gibt nur noch 4000 Gold. Und Amethyst, der hat 3000 gebracht, bringt jetzt noch 2000. Und Saphir 2000 auf 1500 runtergesetzt. Die kleineren haben sie wohl, glaube ich, nichts angepasst. Mal gucken, ob sie dem in Zukunft auch noch was anpassen, weil das hat ja schon sehr krass viel Geld gegeben. Ich finde aber irgendwie, wenn man es vielleicht noch ein bisschen anpasst mit der Droprate, ist es ganz okay. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man auch Bergbau macht, dass man dann halt auch seine paar tausend Gold, sag ich mal so, alle 10, 15 Minuten bekommt. Denn das kann man mit anderen Berufen teilweise nämlich ja auch verdienen, wenn man zum Beispiel sammelt, zum Beispiel beim Jagen. Und als letzten Punkt, da haben wir wieder den Premium-Shop. Diesmal haben wir drei verschiedene Sachen. Wir haben hier ein königlicher Strategen-Paket haben wir hier. Das denke ich mal auch für die weiblichen Charakter dann noch ein bisschen besser. Dann haben wir noch so ein Skater-Outfit für die Skater-Girls und Boys unter euch. Wieder in verschiedenen Farben. Und wir haben das Flusswache-Paket. Das sieht auch ganz sportlich aus, finde ich. Hat was. Das ist eben jetzt auch neu für die gewohnten Preise. Was neu im Shop dazugekommen ist, ist ein Gleiter-Paket. Denn bisher konnte man, glaube ich, nur durch Web ein Freund einen Gleiter-Skin bekommen. Jetzt gibt es auch im Shop hier ein paar Gleiter zu holen. Auch mit einer guten Reduzierung, wenn man alle drei holt. Ich hatte nur ein paar Punkte noch übrig gehabt. Da habe ich mir den hier gekauft, den Raven- oder Ravenwood-Gleiter. Den fand ich ganz cool. Passt auch gerade zu meinem Outfit, was ich trage. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Skins. Eigentlich, glaube ich, für jeden etwas dabei. Ja, und das war's auch schon von diesen Patch Notes. Und ja, ich werde jetzt natürlich mich auf ins Getümmel stimmen, weitere Flowtrees abholzen, damit ich die Quest weitermachen kann. Mich würde nämlich interessieren, was es mit Kochen da auf sich hat, was das für coole Rezepte sind und wie viel die bringen, denn ich habe gerade keine Lebensmittel mehr. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das mit den Flowtrees findet, ob ihr es besser findet oder ob ihr eher schlechte Erfahrungen macht, dass die kleinen Bäume einfach weggeholzt werden oder so. Könnt ihr mir gerne in Kommentaren schreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Palia-Guide oder bis zum nächsten Update. Geht ja ziemlich schnell. Also, bis bald.